Deswegen übergebe ich jetzt nämlich das Mikrofon an Thomas Höfer und ich hoffe, dass wir vielleicht gleich auch die Nahwein-Majestätinnen nochmal hören können. Ja, mein Name ist Thomas Höfer, Weinbaupräsident von der Nahe. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen im Namen aller Winzer, aller Teilnehmer hier im Weinzelt und vor allen Dingen an die Verantwortlichen, die hier dazu beigetragen haben, dass wir so ein tolles Fest feiern. Jahrmarkt in diesem Jahr ist deswegen so besonders. Wir lassen alle Probleme hinter uns und wenn man so ein Festchen Nahwein immer im Auto hat und zu Hause im Wohnzimmer, dann kann nichts schief gehen. Und dann kommt noch dazu, wenn man hier so ehrenwerten Bürgermeister vor sich hat, den Markus Schlosser, und dann der Oberbürgermeister, der mal Pause hat und richtig schön gewässert wurde. Und gutes Fass muss gewässert werden. Die hier ist köstlicher Nahwein gefüllt bis oben hin. Und unser Bürgermeister Markus, der hat hier vorne einen schönen Zapfhahn, den werde ich mal feierlich übergeben. Wir schreiten mal nach vorne. Wir wollen Sie natürlich länger auf die Folter spannen. Wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen, jetzt bei dem ganz besonderen Erlebnis. Wir sind gespannt, hoffentlich werden wir nicht nass. Geben Sie sich Mühe. Jetzt muss ich allerdings fragen als Moderator, lohnt es sich gleich zu zählen? Werden wir hier mehrere Schläge brauchen? Also ich glaube, unser Markus, der hat schon etliche Erfahrungen gesammelt und er wird das in einem, maximal zwei Schlägen hinbekommen. Okay, ich war gerade beim Hau den Lukas, der dasselbe behauptet. Also, ich merke, es lohnt sich das Mitzählen. Daher bitte ich jetzt alle ihre Stimmchen schon mal bereit zu machen. Alle, die hier am Deppeldamm stehen. Markus Schlosser holt jetzt aus. Eins, zwei. Ja, ich wollte auch drei weiterzählen, da sagt er, nee, schon.